Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Es ist wieder mal dunkel geworden. Ich muss schauen, ob ich eine Fackel bauen kann. Dann würden wir da mehr sehen. Ja, das geht sogar. Dann würde ich sagen, stellen wir mal eine... So, ne? Wobei wir hier schon besser fast. Egal. So. Wir haben eine rote Farbe. Jetzt können wir mit dem Pinsel unser Bötchen einmal anmalen, aber vorher werden wir es trinken. So, Prost. So. Hab ich euch jetzt begrüßt? Ich glaube schon, oder? Ich bin schon total verwirrt, weil ich immer Probeaufnahmen machen muss. Zwischendrin, ich bin total verwirrt. So, Violett, meine Lieblingsfarbe. Gibt es ein schöneres Violett? Na, es passt schon so. Ich wollte mal das Schlafzimmer damit streichen. Mal schauen, ob das gut klappt. Ja. Sehr schön. Geht auch der... Das Fenster geht auch. Mega. Okay, das passt jetzt zwar nicht ganz mit dem Grün hier zusammen, aber schön. Ja. Und geht auch... Was passt denn gut? Orange. So ein zartes Orange? Ah, da fehlen mir Farben noch. Okay. Da brauchen wir auch ein Weiß, damit es heller wird. Okay, da habe ich nur Glück gehabt jetzt, dass das die Mitte gerade so passt. Ja, nicht schlecht. Die Decke kann man die auch... Tatsächlich, die kann man auch anmalen. Wie cool ist denn das? Ah, jetzt fehlen mir komplett die Farben. Ja, so schaut jetzt unser Schlafzimmer aus. Schön kunterbunt, ich wollte es mal ausprobieren. Schön, dafür brauchen wir halt eben die Blüten. Die Blumis. Damit wir Farben herstellen können. Gut. Dann würde ich mal sagen... Die habe ich jetzt... Nein, da waren die Sämlinge. Hier haben wir sie. Ich würde sagen, warum nicht? Machen wir doch einfach mal weiße Farbe. Ne? Dann kriegen wir auch einen helleren Ton später zusammen. Das, haut, glaube ich, schon hin. So, bitteschön. Fisch. Wir brauchen eine Insel. Da wäre jetzt nur ein Floß. Floß ist mir eigentlich mehr Wurst. Na nun, so jetzt. Ich würde doch sagen, wir werden jetzt bald mal müssen Blumen anpflanzen, wenn wir unser Floß schön bemalen wollen. Ja. 1, 2, 3. Könnte passieren. So. 1, 2, 3. Und dann könnte man hier schön ein paar Blumen machen, ne? Also wie das geht, Möwe und Eier legen, ne? Also ich darf auf keinen Fall ihr die Federn rauben, so wie es ausschaut. Und sie braucht permanent was zu fressen. Jetzt möchte ich ihr hier noch ein bisschen was ausbauen. Also es schaut aus, als wenn sie was zu essen braucht. Und ihr hier eine kleine Pflanzkiste hinsetzen. Mit Dingen, die sie essen darf. Wo ich sage, okay, die sind für uns entbehrlich. Null Problemo. Es scheiden sich die Geister... Darf ich das so sagen? Ja. Es tun sich einige Leute schwer. Pinsel durch mal dahin. Es tun sich da recht einige Leute schwer damit, herauszukriegen, was die Möwe jetzt wirklich braucht. Das ist alles nicht so einfach. Nehmen wir mal eine blaue. Ich brauche da Platz. Ist scheinbar eine Wissenschaft für sich. Du kriegst ja bald dein eigenes. Sei nicht so gierig. So. Auf jeden Fall mordskompliziert. So, einmal, zweimal. Achso, ist schon wieder leer. Aha, wir sind hungrig. Dann gehen wir mal einen Fisch essen, oder? Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. So. Dann muss ich mein Wasserchen auffüllen. So. Dann können wir gleich Salzwasser nachschütten.
So. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und ein fünftes Mal. So, passt. Ich brauche Blümchen. So, ich würde sagen, eine gelbe wäre schön und eine rote nochmal. So. Dapsel, dapsel, dapsel. So. Dann die gelbe. Hoppala, so. Und die rote. Na, würdest du? Danke. So, und jetzt können wir sie gießen. Zack und zack. Perfekt. So. Ich werde auch mal einen Schluck nehmen. Ja, ja. Du nervende Scheusal. Ja, klar. Natürlich komme ich zu spät. Was denn sonst? Ich brauche mal eine Insel wieder, Herrschaftszeiten. Ich möchte unbedingt mit U, wieder Erze farmen. Hm, ich glaube, hier sind wir fertig. Weiße Farbe. Weiße Farbe. Oh. Jetzt. Da gehört auch vielleicht eine kleine Truhe hin, glaube ich, wo man die Farben bunkern können. Herr von und zu Möwe, bitte schleichen Sie sich. So, die Blümchen wachsen, das ist super. Pflanzkiste. Ich habe keine Ahnung, ob so eine kleine reicht. Warte mal, ich muss zuerst mal... Warte. Mir gefällt das Eck gut. Hier kommt jetzt auch der Sessel dann hin. Den schmeiße ich hier raus. Komm mal mit. Ja, ich habe keinen Platz. Hier tue ich die Farbe mal rein. Jetzt habe ich Platz. So. Ich wollte hier den Sessel hin tun. So. So. Kann man den auch leicht schräg? Ja, tatsächlich. Ich möchte nämlich ein bisschen schräg. So. Genau. Ah, ja, genau so stelle ich mir das vor. So passt das. Und dann hier vielleicht irgendwann mal so eine kleine Vase oder so. Das wäre auch super. Ich möchte diese hier herstellen, genau. Dann brauche ich meinen Hammer. Weil jetzt will man das Möwennest hier ein bisschen ausbauen. So. Ah ja, dafür brauchte ich wahrscheinlich noch eine Säule hier unten, ne? Mir fehlen Nägel. Die haben wir aber. Ich muss sie nur holen gehen. Die sind, waren die jetzt hier drin? Ja. So. Wie schauen wir hier aus? Voll. Ah, da drüben wäre noch Platz. Schau, schau, schone. Da hätten wir Platz. So. Dann machen wir das lieber so. Dann habe ich für den Schrott noch Platz und kann mir ein paar Nägel bauen. So. So. Gut. Also. Die Möwe. Ne? Hat ihren Platz. Jetzt wo? Ich muss nochmal rauf. Ja, ja. Oh, da färbt sich das gleich mit lila. Aha. Okay, ich dachte, das würde nur unten gehen. Jetzt habe ich Angst, dass die Wand innen und außen violett ist. Das wäre nicht so schön. Muss ich dann glatt schauen. So, also hier zweimal. Dann brauchen wir die hier. Zack, zack. Zack, zack. Und von mir aus zack, zack. So. Genau. Dann müssen wir wieder rauf. Tap, 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 tap. Geh weg, Hammer. Dann möchte ich hier die Wand fertig bauen und hier die Pflanzkiste hinstellen. Ich würde sagen... so. Dann ist die nächste Frage, ob das hier auch überdacht sein muss, damit es vor Wind und Wetter geschützt ist. Weil welche Möwe möchte schon gerne ihre Kinder ungeschützt lassen, ne? Ist ja schon fast logisch, ne?
besser, weil, mal angenommen, ich nehme jetzt wieder den Hammer. Ich hüpfe mal hier rauf, dann habe ich mal eine Anhöhe. Wenn ich jetzt hier schon das drüber baue, das ist die, müsste ich probieren, ob das der Möbel schon passt. Warte mal. So, dann schaut das vielleicht gar nicht so hässlich aus. Jetzt habe ich, glaube ich, zu... Oh, na, geht's hinaus. Ne, wenn ich hier so überdacht habe, ne, hier noch ein bisschen und da, dann ist sie ein bisschen geschützt, ne, die Möwe. Ne? Wenn ich jetzt hier nochmal... Ah, da fehlen mir die Nägel, warte. Habe ich noch... Ah, Schrott fehlt mir auch. Okay, muss ich noch schnell holen gehen. Ne, das ist so mein... Wenn sie dann hier so ranfliegt, ne, sie ist geschützt vor Wind und Wetter. Vielleicht ist sie dann bereit, Eier zu legen. Dann könnte ich hier noch einen Boden machen, ne? Ja. Dann könnte ich hier noch einen Boden machen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hätte sie da. Oder vielleicht spare ich mir den Boden. Ist vielleicht gar nicht Not. Es soll halt wirken wie ein Hort, ne? Und ich hoffe schon mal, dass sie so vom schlechten Wetter geschützt ist. Jetzt muss ich nochmal rauf. Also zuerst Schrott holen. Was? Na, hier. Hier war Schrott. Genau. Ich habe Schrott mit. Was mache ich? Was tue ich denn so blöd? Ich brauche nur Nägel bauen, Herrschaftszeiten. So, eins, zwei, das reicht. So, jetzt nochmal rauf, Hammer. Und das. Das muss ich nochmal ausbessern mit der Farbe. Einmal, zweimal, ne? So, das schaut schon stabil aus, ne? Und hier. So. Und hier vielleicht nochmal mit Fenster. Und hier nochmal mit Wand. Ne? So. Dass ich gleich sehen kann, okay, wie schauen wir hier aus? Obwohl ich müsste es tauschen. Ich müsste hier ein Fenster nochmal machen und da die Tür, dass ich hier sofort rein kann. Hm, das wäre besser. Warte, ich hau das schnell weg. So, und hier die... warte. Schließen, ja. Dann kann ich besser zerstören. So. Wenn hier das Fenster wäre... Ich muss mich drehen. Hier eher das Fenster machen. So. Und hier die Tür. So. Ich habe es eigentlich verkehrt gebaut, ne? Eigentlich gehört es andersrum. So wie da. Bäh. Ich bin so doof. Mach ich es nochmal kaputt. Wir haben hier genug. So verbrauche ich wenigstens mal die Blätter. Pff. So. Also nochmal. Jetzt aber anständig. So. Also Fenster. So. Genau. So gehört das. Mann, bin ich doof. So. Reißen wir nochmal weg. Wir haben eh genug Zeug. So. Mal schauen, ob es eine Insel gibt. Niemals. Okay. Jetzt machen wir es richtig. So, die Wand. Nein. Also. Jetzt. So. Einmal Wand, zweimal Wand. Dann einmal die Tür. Und nochmal Wand. So müsste jetzt passen. Genau, jetzt kann ich hier reinklopfen, sehen, ob sie da ist. Genau. Und wenn ich was brauche, aufmachen, ernten und so weiter. Jawohl. Müsste passen.
Gut. Passt. Also sie scheint trotzdem das da unten zu bevorzugen. Vielleicht mag sie lieber Blumen essen. Keine Ahnung. So. Dann können wir gleich nochmal die gelbe, die rote und die gelbe anpflanzen. So, Blume meine ich. Hier können wir... Ja, Rüben habe ich eh so viel. Aber ist ja wurscht für den Fall, dass ich eingehe und ich das verlieren sollte. So. Dann werden wir auch die gleich braten, weil ich habe eh schon wieder Hunger. Achso, ja. Macht der Gewohnheit, ne? Die beiden müsste ich eigentlich auch mal mitnehmen. Aber ich mache das jetzt mal als Reserve. Ah, warte. Habe ich noch Tonschüssel? Na, gell, mir fehlt das alles, weil ich keine, zu keiner Insel komme. Das kann ich eigentlich kochen auch nicht, ne? Weil mir die Schüssel fehlt. Lalalala. Weil, wo haben wir sie denn? Hier, Behälter. Ja, mir fehlt zweimal Ton. Mit Tee. Mhm, der Hai ist schon wieder da. Brauche gleich wieder einen neuen Speer. Alter, du Saufig. Ah, da frisst mir das jetzt weg. Oh, ich hab Glück. Er hat jetzt nur den Boden gefressen. Was ist denn? Geh g'schuh. Komisches Viech. Jetzt wäre echt mal eine Insel nicht schlecht. Das ist wieder so ein blödes Boot. Insel. Mit I. Ich bin schon wieder durstig. Prost. So. So. Sammeln, sammeln. Sammeln, 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 sammeln. So. Also ganz ehrlich... Du bist mir echt nicht mehr wurscht, Viech. So. Her mit dem Süßwasser. Ich trinke noch einen Schluck. Dann nimm. Ah, ist eh alles leer. Passt. So. Salzwasser wieder nachfüllen. Schön brav. Da habe ich jetzt... Habe ich da jetzt einen zweiten schon? Ja, tatsächlich. Wahnsinn. So fleißig war ich ja schon. Jetzt fehlt nur noch so eine zweite Flasche. Wenn ich meine Insel finde, können wir drüber reden. Vorher schaut es schlecht aus. So. Okay, sind wir fertig. Passt. Die Fischeleins habe ich weggefressen. So. Nein. Zack, zack. Ich möchte gerne die Rüben essen. Zack. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Passt. Der schlimmste Hunger ist einmal gestillt. Ich muss aber wieder rauf, weil ich auf den Grill was legen könnte. So, ein bisschen Gemüse. So. Ja. Bin ich schon wieder blankenarm? Nö, hab ich. Hab alles da. Nur halt keine Schüssel. So, da schwimmt wieder unser Haifischi. Aber wie es der Möwe überhaupt nicht interessiert, ne? Das interessiert dir mal überhaupt nicht, gell? Oben. Da wird extra eine Pflanzkiste oben hingestellt. Das ist dir komplett blunzen. Komisches Viech, echt. Die könnte ich auch ernten, weil... Habe ich jetzt keinen Sämling bekommen? Oh Mann, ey. Jetzt wollte ich so eleganten Sämling. Ach, was soll's. Die Blume, die tun wir in unseren Farbtopfi, Mischer, Dings, Hersteller. Was haben wir hier noch? Nix, ne? Na. Dann soll sie es halt fressen. Echt, ich, keine Ahnung. Dieses komische Viech. So, die gelbe Blume darüber. Die Frucht, die rote Blume tun wir auch weg. Ja. Gut.
Ich hätte jetzt zwei nehmen sollen. Bäh! Der hat sich mir weggefressen. Dieses ekelhafte Mistviech, ne? Jetzt kann ich da auch schon keine Blume mehr anpflanzen. Dieses Mistviech. Ganz elegant gesprochen. Habe ich da eine Rübe reingepflanzt? Ja, habe ich. Warum? Weil ich es kann. Alter Schwede. So, und noch eine Weise. So. Gleich mal bewässern. Geht schon. Ah, ist nichts mehr drin, schon wieder leer. So. So, das ist bewässert. So. Vielleicht darf ich es auch nicht bewässern. Vielleicht ist das auch... Aber sie frisst ja auch die fertigen Pflanzen, auch die Möwe, ne? Ist halt ein komisches Viech. Und ich glaube, sie haben die Insel weggebatcht. Hier gibt es nämlich keine mehr. Ich habe auch gesehen bei den Leuten, dass sie mutig waren. Ich habe mir jetzt ein paar Parts angeschaut, zwecks Möwenei, ne? Und wie gesagt, da kommen die Leute auch nicht so recht dahinter, wie das funktioniert. Ich glaube, dass das Viech natürlich essen muss, ne? Eine Ruhe braucht vom Nest und man darf die Federn nicht wegnehmen, glaube ich. Dann soll das möglich sein. Ich musste mich gerade anders hinsetzen. Entschuldigung für diesen Lärm. Ja, und ja, mal gucken, ob das auch so funktioniert, ne? Ich lasse jetzt mal in Ruhe. Ich lasse ja auch die Federn. Jo. Aha, da ist er schon wieder. Mein Speer ist auch schon am Verrecken. Ja, er ist verreckt. Sehr gut. Der Speer geht halt überhaupt nicht, ne? Weil mir da wieder Metall fehlt so viel. Und Seil. Echt, ich brauche ein Seil? Dass ich das nochmal erleben darf. So. Mein Hämmerchen. So. Also. Ich hätte jetzt schon mal gerne eine Insel. Ja? Bitte. Und eine neue Kiste wäre auch nicht schlecht. Seil und Scharnier fehlt mir. Ein Scharnier habe ich nicht zufällig mehr übrig, ne? Nö. Garantiert nicht, nein. Leider nein. Haben wir nichts da. So, ich gehe mal was essen, weil mir kracht der Magen. So, mal ein bisschen Platz machen. Mal schauen, ob mein Gemüse fertig ist. Da wollte ich auch noch weiterbauen. Viel zu tun wir haben. So. Also dann Mahlzeit. So. Und das nächste Gemüse legen wir gleich drauf. Dann haben wir gleich Kartoffeln. Und ich hoffe, die Suppe wird nicht schlecht. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Möwe hier gar nicht mehr herfliegt, ne? Das wäre schade, weil mir gefällt der Hort. Also, so. Könnte sein, dass ich das gar nicht mag. Auf jeden Fall nehmen wir mal die... Gehen die schon? Nö. Na, da ist noch nichts fertig. Okay. Wir könnten mal angeln. Wenn ich eine hätte. Wenn ich eine hätte... Hätte Fahrradkette. Netzwerfer möchte ich auch mal bauen. Aber da brauchen wir alles Metall, Metall. Immer so viel Metall. Meh. So. Angel gebaut. Eine Axt müsste ich auch wieder mal bauen. Die ist auch schon bald fertig. Aber, jawohl. Ein Paddel wäre besser. So. Falls doch irgendwann mal eine Insel sich
gnädigerweise uns offenbaren möchte. Gnädigerweise offenbaren möchte. Nein, dann gehen wir mal Fischi. Fischi fischen. So. Und wie gesagt, den großen Anker möchte ich noch nicht platzieren, weil ich Angst habe, dass der vom Hai zerstört werden könnte. Jo. Und ich befürchte, dass das Nest, so wie ich es jetzt gebaut habe, dass das die Möwe gar nicht mehr mag. Da. Wahrscheinlich muss dann das Dach doch höher sein. Damit das klappt, kann ich mir vorstellen. Aber schaut das da nicht beschissen aus? Da kommt sie jetzt, die Möwe. Mal schauen. Die kreist hier nur. Ich glaube, ich muss das höher bauen. Hä? Was die? Hier fliegen schon die Fische durch die Gegend, meine Lieben. So. Durstig sind wir schon wieder. Jawohl. Ein Schlückchen, zwei Schlückchen, drei Schlückchen. So. Ich probiere mal was. Ich glaube, das ist ihr echt zu nieder. Ich glaube, das ist ihr wirklich wahrhaftig zu niedrig. So, mal aufmachen. Dann reißen wir das halt nochmal ab. Und probiere hier einen zweiten. Oh, die Axt ist hin. So, bauen wir schnell eine neue. Dann probiere ich das Ganze hier ein bisschen höher zu machen. So, dazu muss ich hier mal hoch. Insel? Nein. Gut. Habe ich jetzt... Ich glaube, ich habe schon genug... Ah, mir fehlen schon wieder Nägel. So. Mist. Ich habe für nichts mehr Platz. Nägel, bitte. Nägel, Nägel. Mehr sind nicht geworden, Kunststoff. Mann, dieser Hai, ne? Du machst mich fertig. So, wenigstens zweimal erwischt. Muss ich schon zufrieden sein. So, Insel? Mann, ey, das weite nichts. So. Wieder rauf. Alter Schwede. So, dann hüpfen wir mal ein Stück. So, jetzt probiere ich es nochmal. Also, der Hammer. Das. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Könnte auch sein, dass sie das gar nicht mag. Mal schauen. Dann. Dann ist wieder ein Floß. Keine Insel. Dann bauen wir hier, ich würde sagen, ganz normal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ich kann es eh noch umändern später, wenn ich möchte. Wow. So. Das zu dem. Und jetzt, wenn ich noch was habe, mir fehlen selbstverständlich Planken. Bild mir mal ein, ich sehe eine Insel. Dabei sehe ich gar nichts. So, okay. Das heißt, wir gehen jetzt Planken holen. Kann ich hier runter hüpfen? Tatsächlich. Also die Frau kann hüpfen. Boah, nicht schlecht. So, da. Schön einsammeln. Zack, 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 zack. Müssten wir da genügend Planken sein? Ja, sind sogar so viele Planken, dass ich für die Planken keinen Platz mehr habe. Lol. Das geht einmal nicht. Blanke, da war eine. Blanke. Blanke, blanke. Ballenblatt. Blanke, noch mehr. Ja, da. So. So. Habe ich eine Blüte mit? Nein, noch nicht. Okay. Boah, was ist jetzt schon wieder? Hunger. Diese Frau, ne? So, die haue ich mal weg.
Wie kann man nur immer so hungrig sein? So, jetzt müsste es wieder gehen. Die haben eh ein paar Kartoffelchen. So. So, gut. Dann würde ich sagen, mal eine Rübe. So. Und jetzt geht's hier weiter. So. Und zwar einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Vielleicht gleich das Ganze über... das war verkehrt. Vielleicht auch gleich das Ganze überdachen probieren. Dass man sagt, mir fehlen schon wieder die Nägel. Oder? Lass ich es mal so? Für einen Versuch? So schaut es halt echt beschissen aus, muss man ehrlich sagen. Aber probieren wir es mal. Vielleicht mag sie es jetzt ja, ne? Wenn ich richtig Pech habe, dann mag sie diese Säulen hier nicht. Schauen wir mal. Vielleicht mag sie auch keine Rübe. Schaut echt beschissen aus. Vorher hat es mir besser gefallen. Bin schon überlegen, ob ich das wegschmeiß. Das nächste am Boden hinstelle. Na, so gefällt es mir halt besser. Ach, wir werden schon sehen. So. Ja. Die essen wir auch gleich. Schaut halt echt komisch aus hier jetzt, ne? Das ist nicht schön. Vor allem, weil ich die beiden wieder verkehrt gebaut habe. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Ist jetzt nur mal ein Versuch. Ob es funktioniert. Der Part ist zu Ende. Toll. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.